Endlich wieder Sonnenstrahlen, 8.35 Uhr, jetzt wieder auf der Burgruine Herzberg, nachdem ja die Nacht recht kurz war für mich, denn ich habe die in Rodenburg beim Strandfest verbracht, dienstlich leider. Es blieb zum Glück ruhig, keine größeren Auseinandersetzungen, nur ein paar kleine Dinge zum Einschreiten. Ja, und ich freue mich jetzt auf ein kleines Frühstück und dann können wir den Tag beginnen mit hoffentlich viel, viel, viel blauem Himmel, viel Sonne und gute Unterhaltung. Bis dann! Schwuppdiwupp habe ich auch schon mein T-Shirt gewechselt. Das Helfer-T-Shirt. So, hier bin ich wenigstens wieder bei den richtigen Leuten. Ja, bei denen, wo man schön wohnt. Jetzt müssen wir mal uns orientieren hier, wo es hier was Gutes für die Seele gibt. Ach, guck mal, schaut mal, was da drin los ist. Alter, also ich bin nicht der Erste, der hier aufgestanden ist. Schaut mal. Hier riecht nach Ei. Der Burger Kaffee. Ist ohne Kaffee beginnt kein guter Morgen. Also rein damit. Yeah. So, und hier wird getourt. Was gibt es hier an dieser spannenden Wand zu sehen? Ah, Teilnahmelisten. Jeder darf sich eintragen. Hier könnte es ein bisschen mehr sein. Thüringen. Ja, aber das sieht schon ganz gut aus. Gut befüllt. Und auch da unten ist schon was los. Schön. Cool. Also, der Christian, der ist verantwortlich dafür, dass ich heute unterwegs sein darf. Im Namen der Justiz tatsächlich, ja. Also, gar nicht so weit weg von den eigentlichen Schaffern, die der Justiz nämlich... Leute, wir machen uns ja. Wir sorgen für die Gerechtigkeit. Jedenfalls... Bist du verantwortlich dafür, dass ich heute hier bin? Und tatsächlich haben sich schon 4 für eine Tour angemeldet. 4. Und das bedeutet, dass wir heute, denke ich mal, auch gut durchkommen werden. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Was habe ich gestern verpasst und die Zuschauer? Wie war gestern die Party hier im Zelt? Ich hörte, sie war extrem geil. Ich habe irgendwelche Videos zugeschnitten. Warst du nie da? Ja, doch, aber... Wart ihr denn da? Kurz vor eins. Kurz vor eins? Yeah, da sind Menschen, die auf den Tischen tanzen. Alter Vater, sehr, sehr geil. Ja, und da sind wir schon unterwegs in Richtung Rhön im Prinzip. Momentan auf dem Weg Richtung Schenk-Lengsfeld. Also wir sind noch am Beginn unserer Reise. Ja, insgesamt habe ich 4... Mann hinter mir, den Michael, den Jörg, den Heito und die Steffi. So, und hier sind wir am Seusberg, 630 Meter hoch, zumindest an der höchsten Spitze. Und das Schöne ist, hier von dieser Ecke kann man wunderbar in die Rhön schauen. Wir konnten sogar jetzt eben bis zum Kreuzberg schauen, an der großen Antenne erkennbar, ganz weit da hinten. Also wirklich ein hübsches Fleckerl Erde hier. Das sage ich nicht nur, weil ich hier wohne und hier lebe, sondern weil es einfach so ist. So, nächster Halt übrigens, Noahs Segel. Aber das sind ein paar Kilometer, die wir jetzt machen müssen. Ja, neulich waren wir hier in Mitteraschenbach gewesen, oder Oberaschenbach. Und ich wollte mal diese Route einfach mal aufnehmen, weil das wirklich eine schöne Strecke ist. Und schaut mal da runter. Ist das nicht geil? Ich finde das ja mega hübsch, oder? Schaut mal, diese kleine... Also ich finde, das ist ein Juwel. Cool. Echt cool. Ja, das sind natürlich Land- und Forstwirtschaftswege, also natürlich wieder legal. Nicht befahrbar, aber sind so teure Stände hier. Niemand. Aufnahme. So, und 12.09 Uhr und wir haben nur so Egel erreicht. Da ist es, da steht's. Die ukrainische Flagge ist auch da oben drauf. Sehr gut. Mal gucken, wo wir am besten das hinstellen. Ha! Ha ha! Ah! Ist das nicht schön hier? Ha?
So, und wir haben uns einfach mal getraut, ganz oben zu stehen. Ganz, ganz oben. Und der Spielplatz ist auch schon bereit für euch. Kommt! Ja, wie hoch sind wir jetzt eigentlich hier? 812 Meter. Was? So hoch? Ja. 812 Meter. Und da ist das Noah Segel. Da. Und wo ist die Wasserkuppel? Wo ist die Wasserkuppel? Ja, genau. Über die Schulter. Da hinten. Also mehr da so. Wieder da. Verrückt. Geile Natur. Die Touris wollen sie wieder auf Instagram alles posten. Hashtag noahsegel.de. Ja. Geile Konstruktion. Thüringer Hütte. Warum heißt die denn Thüringer Hütte? Keine Ahnung. Sag mal, also mal, ich will ja nicht untertreiben, aber ich fand's geil. Ja. Ja, also das war schon ein feines Sträßchen, was wir da uns ausgesucht haben bisher. Steinchen sind da alle hingelegt. Ja, die Steinchen, die gehören dazu. Das sind die, wie sagt man, die Krustis. Oder den Hagerschlag. Wie beim Müsli. Klack, klack. Es muss knuspern. Schaut mal, das ist eine Thüringer Hütte-Rakete, richtig? Ja, ja, ja. So sieht das Ding aus. Damit kann ich gleich einsteigen und zum Mars fliegen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen die Rhön noch ein bisschen genießen. Richtung Schmalwasser sind wir unterwegs. Und naja, es ist mal wieder eine Baustelle da. Und ja, der Axel führt natürlich wieder die Truppe durch die wildesten Gegenden. Wie zum Beispiel dieser Weg, den kaum einer fährt. So scheint es zumindest. Aber irgendwo da vorne müsste wieder eine Hauptstraße kommen, zumindest laut Navigationssystem. Oder auch nicht, das werden wir gleich sehen. Ja, Bad Brückenau haben wir erreicht. 14.24 Uhr, das wird recht knapp für 16 Uhr Rückankunft Burgherzberg bei 127 Kilometern. Nein, das ist nicht geschafft. Da hinten ist der Kaliberg von Neuhof. Ja, Marion? Hallo, hallo? Hallihallo! Nein, seid ihr noch unterwegs? Ja, wir sind unterwegs. Irgendwo bei Fliegen, ne? Ja, aber wir machen Fliegen? Das... Ja, irgendwo in der Nähe. Also Neuhof, ich sehe hier den Kaliberg da in der Nähe. Ja. Aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich habe hier eine tolle Strecke gefahren. Oh, was für eine romantische Atmosphäre hier. Steffi, Kerle, Kerle, jetzt siehst du 10 Jahre jünger aus. Ja, es gibt... Guck dir mal, die geile Karre. Geile Karre. Alter Vater, die haben aber auch einen geilen Sound, muss ich sagen. Ne? Ja, wir machen es uns irgendwo bequem in Schlüchtern, in Grundhelm, in der Haubergstraße. Nur zur Kenntnis. Keine Ahnung, ich war noch nie hier. Aber wir haben schon ein schönes Foto gemacht. So, keiner hat es mitbekommen. Niedermoos, das Schild hat wahrscheinlich jeder gesehen. Aber anstatt nach links zu fahren, sind wir rechts abgebogen. So stecken wir jetzt also in der Pampa fest und haben irgendwo da hinten unser Ziel in 57 Kilometer Reichweite.
Und der Heino sagt schon, er weiß gar nicht mehr, wie Bier schmeckt. Ja, also wenn das nicht ein Grund ist, jetzt nochmal einen Zahn zuzulegen. Also, Motor an. Ja, also gehen wir es an. Die letzten Meter bei jetzt Außentemperaturen von 26 Grad. Ja! 6:39, also 39 Minuten zu spät. Aber wir sind oben, wieder bei der Burg. Und das war ein gutes Timing, meiner Meinung nach. Ja, da, so. Ich würde sagen, wir sehen uns im Zelt, ja? Später, okay? Ich sage aber trotzdem schon mal Dankeschön. Bis später, ciao. So, natürlich sage ich auch dir Dankeschön. Ach, Quatsch. Und wir sehen uns im Zelt gleich, ja? Dann tauschen wir uns aus. Okay, bis gleich. Stehe ich um 17:01 wieder da, wo ich heute Morgen stand, bin ich vor meinem Zelt mit der Maschine und im Hintergrund die Burg. Schön war's. Danke. Gerne nächstes Jahr wieder. Hört ihr Leute und lasst mich sagen, die Uhr hat 17:30 geschlagen. Es wird Zeit, das Schlossgespenst zu suchen. Also, als Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Die Burg Herzberg hat in ihrem Dasein sehr viele Gruppierungen hier gesehen. Es waren viele Leute hier, die uns gefallen haben, aber auch einige, die nicht willkommen waren. Und das sieht man an der Burg, die teilweise ein bisschen ramponiert ist, aber besiegt worden ist sie nicht. Die Burg ist ein Ort der Gemeinsamkeit, ein Ort der Verständigung, ein Ort der Zusammenarbeit, ein Ort, der wirklich auf die Lebensqualität hinzielt und nicht die Lebensqualität zerstören will. Die Burg ist eine Güteburg, eine freundliche Burg, und die Burg ist eine Beschützerburg vor allen Dingen. Und
das beschützen, das tut ihr ja schon berufswegen und insofern seid ihr hier sowieso prädestiniert. Also bleibt so, wie ihr seid und kommt öfters her. 7 Jahre sind eigentlich viel zu lang. Kommt zu später Stund, komm, trau dich aus der Kapelle, hier in der Burgruine Herzberg. Der Steffen, Film und Fernsehen auch bekannt, bei dem herrlichsten Wetter hier oben ganz alleine. Wir haben nämlich eine Sonderausnahmegenehmigung gerade bekommen. Ja, zu später Stunde schauen wir noch einmal hier von der Burg herab in die Ferne, da wo wir wohnen. Und dann wird es gerockt. Yep. Action! Los geht's!